Hörern, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Polybauer Tractor in Oschersleben. Salem ist mit einem ganz besonderen Gast hier. Ich weiß nur, dass Opel involviert ist. Sie bringen ein Opel Rocks mit und noch ein ganz, ganz besonderes Auto, was ich persönlich selber noch nicht kenne. Alter, wie geil ist das denn? Das ist, glaube ich, auch wirklich diesmal Highlight. Das hat mir noch nicht auf dem Channel, dass wirklich mein Auto am Start ist, was ich nicht kenne. Ich würde sagen, Herr Bilgic, antreten. Ach du, was ist das denn für ein Gerät? Okay, also ich nehme alles zurück, dass wir hier heute ein 45 km/h Auto haben, einen normalen Opel Rocks, weil das Ding sieht auf jeden Fall ein bisschen wilder aus. Als ich den Rocks das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich erschrocken von den Proportionen. Denn man kennt den Rocks als Straßenversion, ein sehr kleines, kompaktes Auto. Und diese Variante ist ja extrem breit, hoch und hat ganz andere Proportionen wie ein herkömmliches Auto. Willem, ich dachte eigentlich, du kommst hier mit dem 45 km/h Ding heute. ja, ist es auch tatsächlich. Und zwar haben wir Peter Jungens dabei, Brandmanager von Opel. Und Opel hat was Geiles gebaut, und zwar diesen geilen Opel Rocks Extreme. Opel hat eine Designstudie mehr oder weniger an Designern freigegeben. Heißt, Designer konnten sich frei austoben und einen Designvorschlag erstellen und der von einer Jury bewertet wurde. Und das Auto bzw. die Studie, die am meisten Stimmen erhielt, hat Opel gesagt, den bauen wir einmal nach. Ist das eine gute Idee, uns ein One-of-One zu geben? Also Salem ist ja bekannt dafür, wir würden niemals was kaputt machen. Nein, da ist auf jeden Fall das Vertrauen schon da. Das heißt, ich fasse zusammen, ihr von Opel direkt habt das Ding gebaut? Ja, weil wir haben dann gesagt, wenn die Jury entschieden hat, welches Fahrzeug gewonnen hat, den bauen wir, egal welches wird. Das heißt, richtig Prototyp-Entwicklungsabteilung, das Auto hier gebaut. Korrekt. Die Basis hiervon war aber normaler Opel Rocks, 45 km/h, den davon ab 16 fahren. Ab 15. Ab 15. Überleg mal, mit 15 damals vor die Eisdiele fahren? Ja, erzähl mal, was wurde hier so gemacht? Also klar, man sieht es ja direkt. Ja. Als allererstes haben wir Motorgetriebe und Batterie getauscht. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Bums verbaut. Das ist schon mal sympathisch. So dass wir einen sogenannten Doppelbums draufgepackt. Also wir haben jetzt 12 kW immer anliegen und 25 kW als Peakleistung, was halt die Beschleunigungswerte deutlich verkürzt hat. Auf 45 km/h wieder limitiert, weil mit dem Motor, mit dem Antrieb könnte das Fahrzeug bis zu 120 km/h fahren. Ja! Gaspan ist da, Feuer. Ich sehe da so einen roten Knopf, der ist bestimmt zur Freischaltung. Nein. Für den Zuschauer auch, weil es geht ja so ein bisschen hier auch um die eigentliche Basisversion mit 6 kW, die Straßenvariante. Fährt 45, wie viele Kilometer kommt man damit? Also 75. Echt 75 Kilometer Reichweite, so Dinge. Und jetzt hier haben wir 140 Kilometer. Aber da muss ich mal fragen, 16-jähriges Kind, deine Tochter, dein Sohn, du willst hier mobil machen. Was bezahlt man für die normale Straßenvariante? Ca. 8.000 Euro machen das Ding dann halt wirklich sehr attraktiv. Für die Zeit, bis der wirkliche Führerschein da ist. Ja, vor allem bist du ja damit sicherer unterwegs, wie jetzt mit dem Roller. Wenn das mal so überlegst. Der Lukas hat das Auto aber genau so eingereicht, optisch und so. Genau. Also wirklich 1:1 so aus der Stadt. Ja. Cool. Und dann kamst du ins Spiel. Eigentlich ist das ja nicht so deine Baustelle so hoch, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das Ding mehr so auf dem Boden liegt. Ja, bin ich bei dir, aber man muss dazu sagen, wir machen ja tatsächlich auch viel Offroad. Also auch Höherlegung und alles. Und das war ganz witzig, das war ein Sonntag. Peter und ich kennen uns ja ganz gut. Er rief dann an einem Sonntag an, wir haben da ein Problem. Ja, und dann wirklich gleich Montag, ganze Entwicklungsteam zusammen, sind an das ganze Thema gegangen, haben wir gleich montags noch ein Meeting gehabt. Und wirklich Sonntag der Anruf, Montag Teambesprechung. Mittwoch wurde das fertige Fahrwerk abgeholt. Das heißt, hier ist jetzt Gewinde drin. Genau, also wir haben jetzt hier im Endeffekt sogar einen Renn-Alu-Dämpfer drin mit kleinem Durchmesser, 50 mm Rennfeder drauf. Also das kleine Paket, was man gerne so im Rennsport benutzt, wenn wir halt Platzprobleme bekommen könnten mit dem großen 60er Durchmesser. Opel hat uns natürlich konkrete Vorgaben gegeben bezüglich, was wir an Platz haben, wie das Rad maximal ausfedern kann, auch maximal einfedern kann. Das heißt, wir mussten uns natürlich an der Kontur der Kotflügel, der Lenker, Querlenker irgendwie arrangieren, dass wir da halt entsprechend diese Wege unterbringen konnten, dass nichts anstößt, anschlägt und alles freigängig bleibt. Und da ging es dann halt wirklich ins Eingemachte, da ein Paket zu schnüren, dass das Auto auch dann wirklich auch funktioniert und nicht nur steht oder gut aussieht. Ne?
Peter hat zwei Fragen. Ja. Erstens, das sind alles Prototypenteile. 3D-Druck, ja. Da haben wir auch einen Partner, 4D-Concepts, die uns halt einen Großteil der 3D-Druckteile halt angefertigt haben, wie zum Beispiel die Kotflügelverbreiterung, aber halt auch vorne dieses Visor-Thema, was der Designer halt auch mit aufgenommen hatte, sozusagen dieses Visier. Wenn wir die ganzen neuen Opel-Modelle haben, normalerweise sitzt hier nur der Blinker. Und seine Idee war halt, das Opel-typische Wing-Design hier reinzupacken, dass halt Tagfahrlicht und Blinker halt in einem ist. Ja. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal Hinterachse an. Komplett die Achse neu angefasst. Diese Querverstrebung, die man da sieht, die ist zum Beispiel aus Zafira, die sogenannte Wattling. Und wie man hier schön sieht, auch in der Verkleidung, das sogenannte Viva-Logo, was sehr, sehr viele Motorsportfahrzeuge damals in ihrer Motorhaube zum Beispiel hatten. Und ordentlich Abtrieb hat er auch, ne? Das ist ein kleines Bonbon. Peter, erzähl mal, wo kommt bitte dieser Heckflügel her? Jetzt halte ich fest. Das ist ein original DTM-Heckflügel vom Vectra CV8. Das ist Anfang der 2000er. Der lag noch rum wahrscheinlich bei euch, ne? Korrekt. Der so lag ungefähr noch rum. Ach, alles klar, den flanken wir da jetzt dran. Genau, die Kollegen aus unserer Konzeptwerkstatt, mit denen hat man da zusammen und haben gesagt, Mensch, ja, wie machen wir das mit dem Spoiler? Und dann sagte einer der Kollegen nebendran, sind Motorsport-Kollegen mit ihrem Lager und da müsste sowas noch rumliegen. Und da haben wir so einen rausgefischt, den haben wir natürlich wieder aufgefrischt und dann im Endeffekt halt hier abgeschnitten. Geil. Innenraum? Innenraum wurde kaum angefasst. Wie kriege ich die Tür auf? Genau. So um näher zu setzen oder Türen. Richtig, aber nur auf der Seite. Wie? Ja. Das ist das Konzept des Fahrzeuges. Du hast eine Tür, die Fahrerseite ist hinten angeschlagen für Selbstmörder und auf der Beifahrerseite ist sie klassisch angeschlagen. Sozusagen Frontschürze und Heckschürze ist identisch. Genauso wie die Seitenteile, die diagonal sind. Das sind dieselben Bauteile. Deswegen sieht der halt auch vorne wie hinten gleich aus, ne? Genau, richtig. Hat so ein bisschen was vom Bahnfahren irgendwie gefühlt, wenn man hier so drin sitzt. Ja, aber sei mal ehrlich, hast du nicht ein geiles Raumgefühl? Guck mal, wie du hier drin sitzt. Ja, ist so ein bisschen. Oder hier so ein bisschen Skiurlaub, wenn du mit der Runde irgendwo hinfährst. Also sonst im Innenraum, die Teile sind normalerweise gelb. Dann das Lenkrad beledern lassen, nochmal mit ein paar gelben Akzenten und die gelben Gurte, die ja natürlich zum restlichen gelben Elementen hier passt. Das ist für die Zusatzscheinwerfer, die wir hier haben, die halt auch im Design so drin waren. Dürfen nicht vergessen, Vollelektro, wenn wir den jetzt aufladen, normal zu Hause, an einer 230 Volt Dose, wie lange dauert das? Circa 3,5 Stunden. Oh, geht das auch noch. Das ist ganz klassisch halt dem Kabel, was immer dabei ist, machbar. Ja, okay. Wir sind hier auf der Kartbahn. Das hat natürlich auch irgendeinen Grund. Ich muss dazu sagen, wir stecken ja noch in den Anfangsstadien dieses Videos, weil ihr habt ja noch eine kleine Überraschung mit. Ja. Du weißt ja, unser Herz schlägt ja für den Motorsport auch, ne? Und du weißt ja auch, dass wir beide alte Opels mögen. Das ist ja kein Geheimnis. Und ja, der Peter, der hat da ein bisschen was mit dem Jens zusammen aus der Klassikabteilung ausgepackt, was wir richtig fliegen lassen können. Also ich bin ganz ehrlich, natürlich würde ich eigentlich lieber, alleine wo ich die Autos im Hintergrund hier höre, dieses historische Fahrzeug ein bisschen über die Oschersleben der Strecke knallen. Aber du hast es vorhin gesagt, dass man schon sowas gerne mit 16 immer mal haben wollte, so ein Auto. Deswegen würde es mich zur Sekunde definitiv mal interessieren, wie das Ding hier fährt. Jetzt haben wir hier eine Kartbahn, das heißt, ich würde sagen, lass uns mal einmal eine kleine Runde hier mit zusammen fahren. Mal gucken, wie das so beschleunigt und fährt. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. Ich vermute, ganz ehrlich, weil Elektro, ich brauche eigentlich gar nichts machen, außer wahrscheinlich Zündung anmachen. Genau. Und dann links neben dir ist ein Bahnhebel, den du im Endeffekt einfach auf D stellst. Okay. Irgendwas beachten, ne? Nee. Hat der Launch Control, ne? Nein. Schade. Kann ich nicht, was passiert, wenn ich, muss immer mit... Hallo, so ganz bisschen macht er immer, wenn ich Bremse trete und Gas gebe. Ja. So ganz leicht angehen tut er schon. Ja, los geht's. Also auf den ersten Meter, so dieses erste Anruckmoment ist schon da, ne? Ich würde mal einmal testen, wie weich oder aber schon, also ich finde schon sportlich. Also wenn, dann würde ich jetzt eher auf die Reifen zurückführen, ne? Dass die natürlich schon richtig, richtig arbeiten werden. Toll, aber jetzt wirklich die perfekte Strecke hier für das Auto. So, jetzt machen wir mal einen Bremstest hier. Naja, das ist ja witzig. Also, das ist eine witzige Sache bei dem Auto. Er wankt nach vorne und hinten viel, viel mehr als eigentlich Mokore, ne? Ja. Das wollte man genauso haben. Ja. Wie fährt im Vergleich dazu ein normaler Opel Rocks? Ja, schon härter. Härter, okay. Ja, ja. Vielleicht härter, also, okay. Für den wäre das hier mit einer Sicherheit auch ganz lustig, hier mal drüber zu fahren. Aber ja, so ein paar km/h mehr
aber man muss ja auch am Ende immer sagen, es ist ja basierend auf einer Basis. Natürlich hättet ihr jetzt hier auch 50 kW reinmachen können, aber dann hat es natürlich irgendwann gar nichts mehr mit dem Original zu tun. Ne? Ja, mega. Vielen, vielen Dank für diese Erfahrung, Peter. Jetzt geht's weiter, ihr habt ja noch was mitgebracht. Ja. Na, da fahren wir jetzt mal rüber und dann geht's nicht richtig los. So Peter, jetzt bin ich wirklich gespannt, was ihr hier noch mitgebracht habt. Ja, das kann es so sein, auf jeden Fall. Habt ihr so eine richtige Klassikabteilung? Oder? Ja, sehr, sehr sehenswert. Von angefangen von Nähmaschinen, wo es oben losging, über Motorräder, bis hin zu richtig alten Oldtimern und dann halt auch Motorsportfahrzeuge und Konzeptstudien. Von daher ist es auf jeden Fall mal sehenswert. Ne? Rechts frei. Alter. Ist das denn? Ich bin noch nie sowas gefahren. Nee? Nee. Echt nicht? Wirklich noch nie. Dann wird's aber Zeit. Also wenn ich schon Irmscher lese, dann weiß ich schon, wir sind ganz tief im Ruhrpott auf jeden Fall angekommen. Opel Power, der Aufkleber. Ja. Alter, echt ein Alpenmann, da ist das geil. Oh ja, das müssen wir uns angucken. Ich komme um die Ecke, hab schon Irmscher gelesen und wusste schon, alles klar. Du machst bei euch die Klassikabteilung? Genau. Ja. Ich bin für einen ganzen Haufen Autos zuständig. Aber das ist einer meiner Lieblinge eigentlich. Ehrlich. Der Manta A ist ein puristisch wunderschönes Auto. Und die Variante von Irmscher als Rundstreckenfahrzeug mit den breiten Backen, den 10J-Felgen vorne und hinten und vor allem mit dem starken 2-Liter Doppelvergasermotor. Ich glaube, das wird uns gleich alle emotional komplett abholen. Es stand beim großen Preis von Deutschland als Teaser damals. Ein wunderschönes Auto. Und es fährt auch noch schön. Macht Spaß. Wir haben uns entschieden, den Manta A hier mitzubringen, weil er die Inspiration ist für unsere aktuellen Opel-Modelle aufgrund des Visors, also sprich des schwarzen Visiers, was wie einem Motorradhelmvisier aussehen soll, was er damals schon getragen hat und jetzt natürlich auch beim Rocks zu sehen ist. An der Front in schwarz, am Heck haben wir es in gelb. Hierzu haben wir die LED-Blinker gegen bifunktionale Leuchten getauscht. Da war unser Partner Lightworks mit im Boot und konnte uns hier bestens unterstützen. Jeder wollte damals so ein Auto haben, möglichst breit, mit viel PS. Super Tourenwagen, Gruppe 2, 2 Liter Auto. Querstrommotor hat über 200 PS und das Auto wiegt knapp 900 Kilo. Also es passt gut zusammen, so das Leistungsgewicht. Bin noch nie so was Altes mit Heckantrieb gefahren. Schon gar nicht so in so einem Step mit der Leistung auf der Rennstrecke. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Einfach zu fahren, schwer zu fahren? Der hat ein Getriebe drin, wo der erste Gang unten links ist. Muss man sich mal ein bisschen dran gewöhnen. Ein paar Meter fahren, hat man schnell raus. Ja, ja, fährt ja total gut, finde ich. Also krass. Und den können wir wirklich jetzt hier auf der Rennstrecke fahren? Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ein Baujahr 70 Manta A, natürlich mit damaliger Renntechnik. Ich denke, wir werden erschrocken sein, wie gut das Auto damals schon fuhr, obwohl wir versaut sind von den aktuellen modernen Sport- oder Rennfahrzeugen. Das heißt, ihr habt auch in der Abteilung Leute, die sowas schrauben, warten können, instand halten? Ja. Er ist gefühlt das lebende Lexikon. 40-jähriges hast du gefeiert jetzt bei Opel. 40 Jahre Opel. Mhm. Wie viele, also wir müssen euch auf jeden Fall mal besuchen kommen. Wie viele Autos? Unheimlich also gerne. Wie viele Autos? 600 Autos. 600 Autos? Das gibt ein paar Videos. Aber auch von bis, also da ist alles dabei. Das erste Auto von 1899 über Rekordwagen. Ich würde sagen, wir gucken mal den Auge hier. Ja. Lass mal Auge aufmachen. Was die Zuschauer ja noch nicht wissen, ich habe ja auch einen Opel. Der ist bei uns auf dem Channel noch nicht präsent. Den habe ich auch schon länger. Aber auch ein schöner Opel. Deswegen. Ich habe schon immer gesagt, er soll euch das Auto zeigen, aber... Kommt noch. Kommt noch. Aber Querstromkopf heißt, das ist zwei Ventiler. Das ist doch ein Zwei-Ventiler. Aber das ist eigentlich der erste Querstromkopf, der als Sportmotor gebaut wurde, auf Basis von dem 1,9er 90 PS CIH Motor. Bei so einem Motor frage ich immer lieber als erstes, Drehzahlbegrenzer hat der? Nein. Hat keinen, okay, schon mal. Also eine berechtigte Frage. Aber auch bitte nicht. Wir reden so bis 7. Ja, bis 7. Das letzte Mal, dass der Manta A auf der Rennstrecke war, das ist auf jeden Fall einige Jahre her.
Also Leute, ich sag euch das, ich habe echt ein bisschen Angst, denn das Auto ist auch nicht gerade günstig, ist ein Museumsstück von Opel. Und ich meine, wir reden über 50 Jahre alter Technik und ich habe wirklich Sorge, dass wir gleich das Auto komplett ineinander fahren, uns drehen, irgendwas brennt, irgendwas wegfliegt, denn wir reden von über 50 Jahren alter Technik. Natürlich sind wir da etwas nervös, dass auch alles heile bleibt, aber ganz klar, das Fahrzeug hat damals performt und wird auch heute wieder performen und die Jungs werden sich wundern. Ja, ich glaube, das wird emotional gleich schon ganz geil, weil man hört ja so schon, was der im Leerlauf für einen Krach macht. Wenn du da gleich voll drauf auf dem Pin stehst, wird das schon. Das ist schon geil. Okay, let's go. Wir sind jetzt gefahren, das waren jetzt sagen wir 5 Runden, ne? 6, 7 Runden, also 2, 3 Sekunden kommen da auf jeden Fall noch ohne Probleme. Also die Beschleunigung, der Klang, diese ganze Akustik in dem Auto hat mich komplett abgeholt. Wir haben uns so abgefeiert in der Kiste. Also. Und erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Also unfassbar, wie gut dass das Auto macht. Wirklich so. Also, wir mussten den wirklich mit Steigern nach Drehzahl warm fahren, weil der gar nicht warm geworden ist. So, ne? Also der hat gar keinen Bock langsam zu fahren, der wollte wirklich fahren. Ne? Haben wir mal so bei 7,5 geschaltet, da hat er sich wohl gefühlt, aber gefühlt will der locker noch 1000 drin weiter drin. Ne? Also der wird gerade erst. Wird gerade erst lebendig. Ne? Klar, Schaltung ist tatsächlich so, dass man sich angewöhnen muss.
Für mich am schwierigsten war, ich konnte nicht noch weiter nach vorne wegen Lenkrad, aber die Arme waren zu weit weg. Also ich habe wirklich, also ich glaube, dieses Servofahren macht einen zu so einem Weichei, dass man gar nicht mehr genug Kraft in den Armen hat, was sie damals brauchten. Ne? Weil du musst da schon richtig, richtig erlenken, wenn der jetzt noch schneller wird. Wir sind gefahren 1,59. 1,59,3 sogar. Also, nur so als, um mal einfach nur eine Referenz zu nennen, wir sind mit einem 350Z gerade, 280 PS, 10 Jahre altes Auto. Kommt das hin, Baujahr? Welches Baujahr ist es? 19 Jahre altes Auto, sorry. Ist Nico gefahren, 2 Minuten. Also für so bei E, vor allem was halt übelst witzig ist, egal welche anderen Autos, auf der Geraden kann der schon wirklich gut mithalten. Also wenn man jetzt überlegt, ich bin ja auch gefühlt noch einen Gang zu hoch immer gefahren, wenn du den richtig auf Drehzahl gehalten hättest, auf der Geraden, macht das den schon Meter, ne? Ja, also Emotion pur. Ja. Ehrlich, zum Niederknien. Das Auto fährt. Was er nicht mag, ist halt ein Rennwagen, ist halt Teillast. Ne? Teillast wäre nicht so geil. Der fuchst da mal so ein bisschen rum. Ja, der will nach vorne. Der will nach vorne. Aber ist auch ein guter Motor drin, muss man sagen. Ja, die Akustik alleine. Boah, jetzt auch noch, wir saßen noch zweiter drin, ne? Fährst jetzt alleine mit dem Ding. Also wirklich. Also ich habe meinen vollsten Respekt vor den Rennfahrern von damals, weil das sind wirklich Autos, die musst du noch so richtig fahren können. Also auch fahren können, körperlich fahren können, mit Lenken, Schalten, Bremsen, kein ABS, auf alles konzentrieren. Keinen rechten Spiegel. Wir fahren raus, denken uns, alles klar, jetzt lassen wir die Schnelleren durch. Ja, du siehst aber rechts gar nichts, ne? Und dann Spiegel. Sah sehr gut aus als Zuschauer. Soundmäßig bestimmt auch geil von der ja. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Wir möchten uns euch auf jeden Fall mal besuchen kommen. Aber wirklich zwei mega geile Autos. Danke, danke, danke. Ist mir wirklich eine Ehre gewesen. Hat mega Spaß gemacht. Danke für euch zum Zuschauen. Tschüss und mal gucken, was aus dem Ohio so Opel das nächste Mal kommt.